Hey, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ohne Mann. Ja, wir nehmen heute allein auf, wie man ganz schön sehen kann. Oh. Und ja, ich will ein Statement machen. Die Sache mit Lars. Lars, also, herzlich willkommen. Und ja, ich will auch nicht, dass sie ihn beleidigt oder so. Oder so halt immer schaut oder deabonniert. Oder seine Videos noch disliked. Dass er kein Hate bekommt. Höchstens, dass sie ihn halt darauf aufmerksam macht, dass er mich blockieren sollte. Weil, ja, ich nehme mich nur mit Hate auf. Mit niemand anderem, der immer in der Crew war. Gus Baldwin bis ich mal auf und Killerkalle. Und das natürlich. Warum? Gus Baldwin ist einmal Asi geworden, Lars auch. Denkt nur auch an sich selbst. Lars denkt nur auch wirklich an sich selbst. Hat lange keine Videos mehr hochgeladen oder so. Weiß ich gar nicht. Kann ich nicht den YouTube-Verlauf. Und ja, deswegen würde ich gerne euch halt das Leben langsam so beibringen. Wie gesagt, kein Helfer auf die beiden. Also, auf Killerkalle, der versucht sich schon in der Öffentlichkeit einzumischen und so. Auf jeden Fall ist es so, dass Lars irgendwie nur noch Scheiße baut und das nur ausnutzt, ich in Zeit. Und da haben wir dann den Entschluss bekommen, dass wir ihn aber jetzt liegen lassen. Warum lassen wir ihn liegen? Und so. Weil er einfach Asi geworden ist. Es soll auch keine Beleidigung oder so sein, es ist aber so. Er denkt auch an sich selbst. Ist sehr, sehr einsichtig für sich. Und ja. Da würde ich es gerne feiern, dass kein Hate dafür abkommt, so ich werde es nämlich eine Sache sagen. Numero uno. Lars ist wirklich nur noch am Beleidigen. Wirklich nur noch am Beleidigen und das feiere ich nicht irgendwie so. Ich sage ihm die ganze Zeit, kannst du mal aufhören, uns beleidigen? Er bleibt schon trotzdem noch. Und ja, da würde ich halt feiern, dass er, wenn er wieder mit uns, also mit Zeit und so zusammen, so sein will, mit uns in der Crew, soll er wirklich sich entschuldigen und versprechen, dass er nicht mehr beleidigt. Und auch noch geschwören. Leute, ich zeige euch kurz, oder ich zeige euch nichts hier. Ich sage euch nur, was ich geschrieben habe über ihn bei Discord. Ich habe am 23.09.2020 geschrieben: Lars, geh ran oder nie wieder Freundschaft. Da ist nicht angegangen bei Discord. Bei TikTok nennt er das ja nur noch blöde Kommentare. Heute habe ich auch einen blöden Kommentar bei seinem Video. Gelassen oder so. Eigentlich wundert mich nicht blockiert. Und ja, ich betitel ihn nur noch als Verräter. Ich habe jetzt ein paar Abonnenten geschafft und er ist darauf nicht einsichtig. Dass ich ihn hauptsächlich auf YouTube den Hype gegeben habe. Also er denkt halt, dass es Hype ist. Und ich sag zu ihm, Hype hat man erst ab 1000 Abonnenten. Einen kleineren Hype halt. Ja, genau, Digga. Aber da finde ich irgendwie auch, dass das immer noch halt so assi war. Für sich halt. Ich hatte immer noch mehr Abonnenten als er und er sagte, warum habe ich keinen Hype mehr? Und ich sagte, ja, wahrscheinlich, weil du weniger Abonnenten als ich habe.
und dass du gar kein Hype, bei dir kein Hype existiert. Hat er gesagt, nö. Hype existiert noch bei mir. Ich sagte zu ihm, nein, bei dir existiert gar kein Hype. Es hat keiner mehr gegeben. Und da sagte er, Also hat er nicht mehr geantwortet. Auf jeden Fall wird es keine Aufnahmen mehr mit ihm geben. Ich habe halt noch als PlayStation-Freund. Vielleicht sehe ich ihn mal, wenn er seine PS5 hat und on ist. Ich werde dann denken, dass man ihn sieht. Wenn ich ihn da einmal sehe, werde ich in seine Party kommen, sagen, jo. Kennst du mich noch? Und ja. Ich kann vielleicht noch sagen, was. Website hat sich dann auch mit ihm angeschrieben. Also wird ihn abgeben. Guck mal, dass ich mal die Bilder raussuchen kann, die er mal geschickt hat. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade Wallfit geschafft. Auf jeden Fall. Ich wollte mein Headset gerade eben mal aufhören. Ich kann jetzt kurz gucken, dass ich die Bilder finde. Das war aber eigentlich vor Oktober. Belohnung. Belohnung. Und so. Achso, da hab ich sie. Ich hab gerade Bilder gefunden. So, ich glaube, ich lese sie gleich vor. Ah ja. Sehr gut, bist du qualifiziert? Qualifiziert, gut. So, ich habe ihm halt seine Nummer geschickt. So. Nun, du hast Schulden bei Pascal und bei mir. Denkst du, ich weiß das nicht? Ihm. Ja, deshalb habe ich Pascal geschrieben, weil er meinte, dass er dein Freund nicht mehr werden will. Sie ihn weil du ihn mein Geld schuldest und ich weiß, dass ihm mit H geschrieben wird. Aber Autokorrektur. Und ja, die Freundschaft von Pascal ist beendet. Ist halt beendet. So, Leute, ich will jetzt nicht weiterfahren. Als auch war es, halt man nur Freundschaft, die uns beendet. Das habe ich selber zur Zeit gesagt, falls du siehst, Lars. Ich habe das selber zur Zeit gesagt, weil er es wissen wollte und er auch nicht mehr dafür war, dass ich mit dir befreundet bin. Und nein, ich lasse mir nicht von Zeit irgendwelche Sachen einreden oder so. Es war so oder so für mich nach dem Zeit beendet. Das weißt du auch selber. Auf jeden Fall. Weißt du jetzt auch selber, dass die Freundschaft nach einer Zeit zu Ende war. Das war ja auch schon lange.
und Lars wollte eigentlich nur Clickbait haben und so. Und dafür war ich dann auch nicht mehr. Deswegen habe ich auch Lars mit der Freundschaft beendet und so. Deswegen, er wollte nur Clickbait und darauf hatte ich auch irgendwann nach einer Zeit nach dem Bock mehr Clickbait-Videos zu machen. Daher. Clickbait finde ich eher gesagt auch richtig scheiße. Erstens, weil ich gerecht halt Klicks verdient sind. Und dass er mich auch halt den schuldig gelogen hat und so. Ja, shit. Ich komme noch weiter zu. Meinte er zu mir und dass er nicht mehr dein Freund werden will. Okay, danke. Hat er noch geantwortet. Und ja, da ist noch der Schimpf verlaufen, dass er mir halt Geld schuldet und so. Und ja. Das ist halt sehr blockiert und darauf weiß ich mich nicht. Also ich kann ihn jetzt nochmal anrufen, Lars und so. Er geht auch mitten in ein Ding machen im Video. Falls ihr es wollt, macht es jetzt. Ich mache jetzt halt nur kurz wegen meinem Tarif und so. Eine kurze Reise. Falls der gleich wieder dran. Wir holen gerade an. Was geht? Hallo, hier ist die Mobilbox von. Ja, das habe ich jetzt ausgemacht mit Absicht. Auf jeden Fall ist er auch ein Statement mit Zeitbald raushauen, wahrscheinlich am Samstag. Ich mache dann später wahrscheinlich so ein Ding fertig, so ein Gameplay, wo ich dann ein bisschen zocke und so. Und ja, da wird dann das offizielle Statement kommen und so. Dazu werde ich dann auch noch mit Favor abklemmen so müssen. Und das Statement wird so eine Stunde gehen, circa. System und halt irgendwie 30 Minuten geht. Ist halt so. Und ja, also, hoffentlich wird ihr die Zeit nehmen und das halt angucken. Mein offizieller Termin ist am Samstag, dass es am Samstag rauskommt, also in knapp 3 Tagen. Oder 2 Tagen, man ist nicht 3 Tagen. Aber es kann so ein Tag sein. Also, Leute, seid schon mal gespannt und so. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's dann gleich hier. Wir machen jetzt hier noch kurz eine Runde hier. Usch! Nein! Egal. Ich wollte rüberspringen wieder.